Es ist recht klein. Es erinnert irgendwie an einen MP3-Player. Es ist kinderleicht zu bedienen und es kann Leben retten. Das ist das kleinste Herz-Ultraschallgerät hier in der Welt, was ich hier in der Hand habe. Das ist wirklich so klein, ja, ich würde mal sagen, wie so ein Handy fast, ne? Ja, also früher Zeiten hätte man gesagt, das wäre ein besseres Handy, was man sogar so schön aufklappen kann, ne? Und da kann man tatsächlich richtig tolle Ultraschallbilder mitmachen. Auch wenn es zunächst den Eindruck machen könnte, die 27 Schüler der Klasse 6b der IGS Helene Lange in Oldenburg sollten nicht Teil einer Werbeveranstaltung für medizinische Geräte werden. Das wäre wohl auch die falsche Zielgruppe, bedenkt man, dass die Geräte zwischen 5.000 und 50.000 Euro kosten. Diese Aktion dient im Wesentlichen dazu, dass Kinder ein Organ, nämlich in dem Fall ihr Herz, etwas besser kennenlernen und darüber auch über dieses Wunderwerk unseres Körpers im Endeffekt ein besseres Körpergefühl irgendwann entwickeln, vielleicht ein bisschen besseres Gesundheitsbewusstsein dazu, um dann auch in Zukunft mehr auf sich Acht zu geben. Mit Feuereifer probierten die Kinder die Geräte aus, schauten zum ersten Mal selbst in ihre Körper. Also ich fand das ziemlich interessant, mal zu sehen, wie das Herz auch so mit dem Ultraschall aussah. Also sonst gibt es da ja immer nur Bilder von Grafiken und so. Neben dem kleinsten Ultraschallgerät, das derzeit auf dem Markt ist, hatten die Schüler auch die Gelegenheit, an einem anderen Gerät ein EKG zu schreiben. Die Veranstaltung war zwar ungewöhnlich, ließ sich aber gut in den Lehrplan der Klasse integrieren. Wir haben natürlich vorher auch über Herz und Kreislauf und alles, soweit das die Schule kann, gelernt. Und jetzt erleben Sie das schon mal, was Sie vielleicht irgendwann auch mal bei einem Arzt selbst erleben. Und ich denke, damit ist schon mal so eine Hemmschwelle überwunden, dass Sie das kennen. Und wenn ich jetzt hier rumgucke, Sie haben diese Ausdrücke von Ihrem eigenen Herzen in der Hand. Also Sie erleben Ihren Körper nochmal ganz anders. Sie erleben sich und Ihre Mitschüler miteinander. Das ist eine ganz gelungene Veranstaltung. Schule mal anders, wenn das Klassenzimmer zum Untersuchungsraum wird.